Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. So. Entlorden, Mama. So. Haben wir hier so ein paar Sonnenblumen in den Hänger rein. Ist schon wieder leer, ne? Zack. So. Anmachen. Und leer rotzen. Zack. Zumachen. Und gib ihm. So. Ja, über den neuen Ryzen 3950X. Was kann man darüber sagen? 16 Kerne. 32 Threads. Ist die stärkste AMD-CPU, weil sie auch am höchsten taktet, also am sinnvollsten auch für Gamer. Ziemlich schnell, muss man ganz klar sagen. Was mir persönlich nicht gefällt, und ich weiß, wenn ich Forum lese, der Preis ist gerechtfertigt, ist es meine persönliche Meinung. Wenn man sich eine Generation, also eine darunter ankostet, kostet 529. Leute, macht mich jetzt nicht auf einen Cent fix. Und die lassen sich für vier Kerne 829 oder 69 dafür bezahlen. Also, wenn alles nach Leistung bezahlt werden würde, ist es nicht gerechtfertigt. Wir haben das jahrelang bei Intel gehabt, dass die Preise unverschämt waren und immer noch sind. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Trotzdem habe ich, wie ich zum Beispiel, das gekauft. Und auch die letzte CPU, die ich gekauft habe, war saumäßig teuer. Aber es geht einfach um den Prinzip, finde ich. Ihr wart, die letzte Generation war extrem günstig bei euch. Und ich kann manche Leute verstehen, dass sie sagen, es ist zu teuer. Also 829 oder 859 Euro für die CPU ist ein hartes Stück. Das stimmt. Nimmst ein schönes 500er Board dazu, bezahlst du echt eine Stange Geld. Aber man muss klipp und klar sagen, dass ich persönlich die CPU nicht kaufen würde. Warum würde ich diese CPU nicht kaufen? Punkt 1. Nächstes Jahr bringt AMD schon wieder die nächste. Also das bedeutet, jedes Jahr kommt eine neue zurzeit bei denen. Und jeder, der sich einen Ryzen 1700 gekauft hat, 2700 und jetzt 3700, hat mehr Geld auszugeben, wie als wenn man eine Intel CPU gekauft hätte. Einfach nur mal so grob gesagt. Der springende Punkt ist einfach nur, dass ich finde, ja, ihr haltet zwar eure Preise niedrig, aber wie soll es dann bei der nächsten Generation aussehen? Keine Ahnung. Also zurzeit muss man ganz klar sagen, wer zum Beispiel noch ein 6700K hat, 9900 oder alles andere, braucht keine neue CPU. Es ist Bullshit. Ich benutze gar keine Mainstream-CPUs, also das ist mal ganz klar. Benutze nur den High-End-Sockel von Intel und nicht die Mainstream, weil Mainstream-CPUs sind scheiße. Das ist für meine Anwendungen scheiße. Kann jeder halten, was er will von, aber es ist Bullshit. So. Für normale Anwendungen, fürs normale Arbeiten, fürs normale Gaming alles okay, aber für meine Anwendungen nein. Es ist nicht brauchbar. Es geht aber einfach darum, ja, der Ryzen 3950X wäre auch was für mich. Auf jeden Fall. Aber warum soll ich meine komplette Plattform ändern? Macht keinen Sinn. Ganz einfach. Und dass dann Leute sagen, ja, ich brauche Beats Express 4 Punkte, brauchst du nicht. Fakt. Fürs Gaming ist es ein absoluter Bullshit. Genau wie Leute sagen, wenn sie sich eine M2 einbauen gegenüber einer SSD, merken sie beim Spielen Ladezeiten. Nein, merkst du nicht. Punkt.
weil die Spiele es noch gar nicht unterstützen, genauso wenig wie du Beats Express 4.0 merken wirst fürs Gaming. Schiebst du viele Daten, reden wir einfach mal von mehreren Gigabyte pro Tag oder manche Leute Terabytes oder was weiß ich, viele Videos kodieren, bearbeiten, lohnt sich Beats Express 4.0 auf jeden Fall. Ist es aber der Aufpreis wert? Nein. Ganz einfach. Also das muss man ganz klar sagen. Ich würde lieber es gut finden, wenn der nächste DDR-Speicher kommen würde und dann mit dem neuen Beats Express, weil dann baue ich eine komplette Plattform auf einmal um für alle Futures, die dann neu werden. Ja, also man kann aber nichts Schlechtes über die CPU sagen jetzt. Wenn jetzt Leute denken, nein, kann man einfach nicht. Aber ich glaube, viele haben einfach das Problem, dass der Preis schon ziemlich hardcore ist. Es ist günstiger wie Jahre zuvor. Das muss man auch einfach sagen. Und aus dem Grund ist das schon alles ziemlich gut. Ich finde es immer nur so lächerlich, wenn dann die Leute sagen, ja, für den Mainstream ist es der erste 16-Kerner und was weiß ich. Ich weiß nicht, wo ihr Mainstream draus seht oder nicht. Ja, achtet mal ein bisschen mehr auf andere Sockels und nicht auf das, was Gaming-Zeitungen euch verkaufen wollen. Also ganz einfach. Also keine Ahnung. Also wenn man andere Anwendungen macht, wie als wenn Leute streamen oder etc. blabla, dann achtet mal ein bisschen auf andere Plattformen oder auf andere Sockels und achtet nicht auf dieses, ich brauche die meisten Frames etc. blabla. Andere CPUs, die gar nicht gezeigt werden überall, können das genauso. Nur mal so zur Info. Ja, also, oder manche Leute sollten sich mal informieren, seit wann es den ersten 6-Kerner gibt von Intel, ne? 9900 Extreme, 990 Extreme war der erste 6-Kerner von Intel und darüber macht euch mal schlau, wie alt diese CPU ist. Und ich finde das immer so lächerlich, wenn dann falsche Sachen gesagt werden. Ja, und die CPU hat nicht viel Geld gekostet zu der Zeit. Dass die ganze Preissachen falsch sind, will ich überhaupt gar nicht verneinen und auch gar nicht Nein zu sagen. Aber es geht einfach darum, Falschäußerungen hasse ich wie die Pest. Es ist genauso, wenn Leute sagen, ja, jetzt kommt eigentlich eine Xbox oder eine PlayStation mit 8 Kernen. Ihr habt schon 8 Kerne. So, what the fuck? Was labert ihr alle? Habt ihr nicht mal eine Zeitung gelesen oder euch informiert, was ihr redet? Also, ja. Finde ich immer ziemlich lustig. Ich finde einfach, jeder sollte das kaufen, wo er lustig und Spaß dran hat. Wofür er es benötigt. Ich sage in 3950X oder allgemein 16-Kern-CPUs oder 12-Kern-CPUs ist für den Mainstream, also für die grobe Masse, völlig übertrieben. Ihr braucht einen 6-Kerner oder einen 8-Kerner und mehr benötigt ihr fürs Gaming nicht. Alles, was da drüber ist, ist Bullshit. Jetzt kann man sagen, ja, für die Zukunft ist es gut. Nein, es ist für die Zukunft nicht gut, weil die Spiele dann wieder zu wenig die Prozessoren zu wenig Leistung haben und das ist egal welche Plattform, das hat nichts mit AMD zu tun oder mit Intel auch genauso. Aber wenn ihr die zukunftweisende CPUs kauft, wo wir jetzt diese Mehrkern-CPUs gerade entwickelt werden, wie verrückt, ist einfach das Problem, dass die Mehrkern-CPUs nicht den Datendurchsatz haben in Games und wenn du Single-Performance hast, können sie es jetzt, aber irgendwann werden die Games eine höhere Performance brauchen und dann werden da eure alte CPU, weil ihr zukunftsweisend kaufen wolltet, nicht mehr die dementsprechende Leistung bringen. Dann ist eure CPU der Flaschenhals, wenn die Spiele denn endlich mehr Kern-CPUs vernünftig unterstützen würden. So, also kann man zurzeit nicht zukunftsweisend kaufen, also ist es schlauer beizugehen und zu sagen, okay, ich nehme lieber, man muss ja so sagen, ich glaube, der 6-Kerner kostet 198 Euro oder 228 Euro, der 8-Kerner, glaube ich, 250 Euro oder so bei AMD. Und wenn man dann beigehen würde und jetzt sagen würde, okay, ich hole mir einen 16-Kerner,
dann gebt ihr ja 600 Euro mehr aus, wo ihr jetzt super mit zufrieden seid. Nächstes Jahr gibt es dann vielleicht schon wieder 9 und dann seid ihr gearscht, weil dann der Datendurchsatz wieder nicht stimmt. Also, und ich glaube auch, dass die nächste CPU, die letzte ist für AM4, wenn ich mich recht entsinne. Da will ich mich jetzt aber auch nicht festlegen, aber das könnte sein. Ja. Ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen nachdenken. Also ich bin der Meinung, 6 bis 8 Kerne reichen erstmal vollkommen aus für die nächsten Jahre. Und wenn es dann ja doch nicht eintrifft, kann man diese CPU ja immer noch verkaufen und sich eine gebrauchte dann bei eBay kaufen. Also geht ja auch, ne? Also man kriegt ja auch für kleines Geld dann die CPUs, weil der Wiederverkaufswert von einer AMD-CPU ist sehr, sehr niedrig. Und aus dem Grund spielt das dann nicht so eine große Rolle. Also wenn ihr euch einen 6-Kerner jetzt holt für 228 Euro, nehmen wir ein Mainboard für 80, kriegt man ja Arbeitsspeicher für 80. So, dann seid ihr bei 380 Euro und ihr hättet ein fertiges System. Festplatten und so rechne ich nie mit, weil das sollte man einfach haben. Ja, und dann hat man in dem Sinne auch keine Probleme mehr. Und wenn man dann merkt, okay, für meine Anwendungen oder für meine Sachen, die ich jetzt mache, reicht es nicht, dann verkaufst du deine CPU. Wir sagen jetzt 228 hast du bezahlt, 160 kriegst du für deine alte noch. Dann zahlst du vielleicht nochmal 50 Euro obendrauf oder 60 Euro und dann kriegst du einen 8-Kerner. Also man kann bei CPUs auch ruhig den Gebrauchtmarkt benutzen. Zumindest konnte man das jahrelang bei Intel. Wie die Lebensdauer von AMD-CPUs ist, kann man sich nicht zu äußern. Kann man absolut sich nicht zu äußern, weil es eine neue Architektur ist. Und wenn Intel eine neue Architektur bringt, dann kann man sich dazu auch nicht äußern. Ganz einfach, weil man einfach nicht weiß, wie lange die Dinger halten oder wie lange sie nicht halten. Das ist halt einfach so. Und ja, das ist Fakt. Ja. Und meistens geht es immer gut. Also ich habe bis jetzt noch nie in meinem Leben eine kaputte CPU gehabt. Oder? Nein, noch nie. Und habe schon beide Systeme benutzt. Und aus dem Grund ist für mich immer dieses über Garantie zu spekulieren oder wo AMD die AGESA geändert hat. ADESA heißt es, AGESA. Da hieß es dann ja auch, ja, die Lebensqualität leider, das ist alles Bullshit, Leute. Die CPU jetzt bei 41, sagen wir jetzt einfach mal bei 61 Grad läuft oder bei 62 Grad läuft. Jetzt mal ohne Scheiß, Leute, es spielt keine Rolle. In diesem Bereich, wo die das da reindrücken, ist das alles Schwachsinn. Und die Leute machen sich viel, viel zu großen Kopf um Sachen, wo sie sich gar keinen Kopf drum machen müssen. Weil, wenn eine CPU 2 Jahre hält, hält sie länger. Ganz einfach. Das ist auch eine Statistik, die kann man sich angucken. Das ist halt einfach so. Wenn man nicht zu viel dran rumspielt und ihr nicht mit irgendwelchen Werten es vollkommen übertreibt oder denkt, oh, da guck mal, der schafft 5 GHz, ich will jetzt auch 5 GHz, aber deine CPU kann es nicht und du erhöhst die Voltage bis hin zum Erbrechen, dann hast du halt die Arschkarte. Dann hast du selbst deine CPU das Genick umgedreht und es gibt genug Forums zu übertakten, wo man sich schlau lesen kann. Und bei AMD übertaktet man sowieso nicht, weil es Bullshit ist, weil die CPUs gut skalieren mit ihrem Maximaltakt. Und ob ich dann 100 MHz mehr habe oder Peng, spielt keine Rolle. Wir sind hier nicht in Bereichen wie bei Intel, wo man, sage ich jetzt einmal mal, 4,2 GHz hat. Bei 6700K, glaube ich, hatte man 4,2 GHz. Man hat den schon auf 4,8, 4,9. Das nennt man einen Leistungsboost ohne Ende. Die aktuellen von Intel sind auch gut am Ende gesetzt, was ich in dem Sinne ziemlich gut finde, weil so sollte eine CPU sein. Sie sollte bis ans Limit gereizt sein oder die Architektur oder diese Plattform, gerade die sie jetzt gerade machen, weil damit hat man dann einfach die optimale
Leistung. Takten ist eine sehr feine Sache. Mache ich sehr gerne RAM über Takten. Prozessor und dies und jenes. Also das macht unfassbar viel Spaß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich damit richtig auseinandersetzt, dann übertaktet man nicht in 5 Minuten, sondern das dauert mehrere Stunden. Mit Stabilitätstest kann ich noch ein bisschen Voltage runternehmen und dies und jenes. Wenn man es richtig vernünftig macht, Leute, nicht irgendwelche Werte eingibt und da hinten geht man hin und ja, läuft schon, ist schon alles gut. Dann brauche ich nicht übertakten, sondern es dauert wirklich mehrere Stunden. Und mehrere Stunden sind manchmal schon mühselig, das alles zu machen. Und wenn natürlich meine CPU optimal läuft und das alles perfekt ist, warum soll ich dann beigehen und soll sie dann übertakten für 100 MHz oder so? Das macht für mich keinen Sinn und ist für mich dann auch eine Wohltat. Ja. Deswegen finde ich das immer so lustig, wenn dann Leute schreiben, ja, mein Ryzen läuft jetzt statt 4,2, 4,3. Lass es doch einfach. Auf was willst du denn heraus? Also, keine Ahnung, ja. Das sind die Leute, die zu ihrer Frau sagen, oh, ich habe 21 cm, hat aber 5 cm, keine Ahnung. Das ist Bullshit. Also, das ist ein Potenzial, den man aus der CPU rausholt, der so minimal ist, den du nicht merkst. Das ist Bullshit. Also das ist Schwachsinn. Das ist genauso, wenn eine nagelneue CPU auf den Markt kommt, die dann gleich zu bursten, ist auch Bullshit. Muss man ganz klar sagen, jeder soll das gerne machen, was er gerne möchte, aber manchmal sollte man es einfach ein bisschen lassen, ein bisschen Geduld haben und langsam nach und nach machen. Beispiel ich... hole auch nie sofort das Limit aus der CPU, sondern mache es nach für nach. Also immer wieder ein bisschen mehr. Probiere, spiele, mache Benchmarks, mache hier, mache da. Weil so könnt ihr wirklich das Optimum an Limit herausfinden. Auf jeden Fall AVX durchlaufen lassen. Das richtige Profil für AVX finden. Wenn man dies nicht findet, dann hat man nämlich da auch schon ein Problem. Weil wenn dann eine AVX-Anwendung kommt, dann muss man in dem Sinne bei Intel mehr Voltage für haben oder man nimmt eine niedrigere Taktfrequenz für AVX. Das bedeutet 4,7 oder nehmen wir jetzt einfach mal 5 GHz habt ihr dafür und 4,8 ist für AVX. Und wenn man dieses Ganze nicht berücksichtigt und sich dafür richtig dementsprechend Zeit vernimmt, kann man sehr viel kaputt machen, weil man einfach keine Ahnung von dieser ganzen Sache hat. Oder lasst es einfach und lasst ihn original, weil ja, also solange wie ihr nicht an ein Limit kommt, ist es sowieso Schwachsinn. Kommt man an ein Limit, dann lohnt es sich. Ganz klar. So muss man es einfach sagen. Und dann macht es in dem Sinne auch Spaß. Das Feld auch abgeschlossen. Bremst doch heim, blöd. Sage wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten und immer dran denken, das ist meine persönliche Meinung. Was ihr denkt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber nicht jemanden seine Meinung verbieten, sondern jeder soll seine eigene Meinung sagen dürfen. So, bis dann, tschüss.